Es ist verdammt schwer, einen Menschen ausfindig zu machen, der noch nie einen Herbst- oder Winterblues erlebt hat. Wenn es draußen grau und düster ist, kann man sich kaum anders fühlen. Glücklicherweise gibt es eine Methode, um deine Stimmung auch bei niedrigen Temperaturen oben zu halten. Solltest du dich Jahr für Jahr in den kälteren Monaten niedergeschlagen fühlen, hast du sehr wahrscheinlich eine saisonal-affektive Störung, auch bekannt als SAD. Das ist eine weit verbreitete Form von Depression. Der Mayo Klinik zufolge, einer großen Non-Profit-Organisation für klinische Praxis und Forschung, sind das die häufigsten Anzeichen von SAD. Obwohl du immer mehr schläfst, scheint es nie genug zu sein und du fühlst dich ständig müde. Du kannst dich kaum konzentrieren oder alltägliche Aufgaben durchführen. Du bist launisch und möchtest am liebsten alleine sein. Deine Angstgefühle werden drastisch stärker. Du sehnst dich konsequent nach etwas Süßem. Mach dir keine Sorgen. Falls du all diese Symptome bei dir selbst beobachtest, denn Stimmungsstörungen lassen sich sehr gut behandeln. Am wichtigsten ist es, rechtzeitig anzufangen. Abgesehen davon kannst du es immer mit Entspannungsübungen probieren. Um seinen Patienten und Patientinnen mit Angstzuständen zu helfen, hat Dr. Edmund Jacobson in den 20er Jahren eine Technik namens progressive Muskelentspannung entwickelt. Dazu gehört die durchgängige An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen. So machst du sie. Stell dich aufrecht hin, entspanne und schließe deine Augen. Achte auf deine Atmung. Mach nach jedem Zug eine kurze Pause. Spann sämtliche Gesichtsmuskeln 4 Sekunden lang an, als hättest du gerade etwas wirklich Saures gegessen, und entspanne sie dann. Mach das mehrere Male. Du kannst auch die Muskeln in Nacken, Schultern, Armen, Rücken, Bauch und Beinen an- und entspannen. Wenn du diese Übung durchführst, ist es wichtig, dass dich für mindestens eine halbe Stunde nichts und niemand ablenkt. Das ist deine Ich-Zeit, also nutze sie klug. Abgesehen von der Muskelentspannungstechnik gibt es noch viele andere Wege, Stress und Angst zu bekämpfen. Angefangen mit Nummer 9. Integriere die Vitamine B und D in deine Ernährung. Experten und Expertinnen wissen, dass die meisten SAD-Symptome von einem Mangel an bestimmten Säuren und Vitaminen im Körper verursacht werden, wie Omega-3, Vitamin B und Vitamin D, um nur ein paar zu nennen. Die US-Gesundheitsinstitute empfehlen, viele vitaminreiche Lebensmittel in deine Ernährung zu integrieren, darunter Spinat, Bohnen, Samen und Nüsse, Vollkorn, Blattgemüse und Spargel. Gleiche deinen winterlichen Mangel an Vitamin D mit Lebensmitteln wie fetthaltigem Fisch, Milchprodukten, Müsli, Rinderleber, Käse und Eigelb aus. Solltest du beschließen, Ergänzungsmittel zu benutzen, achte unbedingt darauf, die korrekte Dosis einzunehmen. Zu viel von etwas Gutem kann dir schaden. Und am allerbesten ist es natürlich, immer zuerst mit deinem Arzt oder deiner Ärztin Rücksprache zu halten, um absolut sicher zu sein, dass du unter einem Vitaminmangel leidest. Nummer 8. Setz dir kleine Ziele und erreiche sie. Sich niedergeschlagen zu fühlen, kann an der eigenen Energie und Begeisterung zerren. Daher rät Psychiater und Direktor des Programms für Forschung und Behandlung von Depressionen an der UCLA Dr. Ian Cook dazu, dir kleine Ziele zu setzen und deinen Plan so zu organisieren, dass du sie erreichen kannst. Selbst etwas so Simples wie jeden Tag Frühstück zu machen, ist ein Ziel. Wenn du merkst, dass du es tatsächlich erreichen kannst, gibt dir das dein Selbstwertgefühl und deine Motivation zurück. Nummer 7. Stell eine Urlaubserinnerung auf deinen Schreibtisch. Wenn dein Urlaub vorbei ist und du zu deinen Verantwortlichkeiten zurückkehren musst, begreifst du erst, wie sehr dir diese sorgenlosen Sommertage fehlen. Die Sonne, der Strand oder einfach den ganzen Tag nichts tun und entspannen. Wer würde das nicht für immer genießen wollen? Debbie Mandel, Stressmanagement-Spezialistin und Autorin von Turn On Your Inner Light, erläutert, dass der Blick auf eine kleine Erinnerung an den Sommer deine Stimmung um vieles mehr steigern kann, als du glaubst. Achte nur darauf, sie dort zu platzieren, wo du sie immer siehst. Nummer 6. Umgebe dich mit positiven Menschen. Die Wissenschaft hat lange ergründet, welche äußeren Faktoren eine Depression lindern können, und eine Studie der University of California von 1981 hat ergeben, dass soziale Unterstützung ein entscheidender Faktor dabei sein kann. Natürlich ist es schwer, die Menschen, mit denen du den Tag über Kontakt hast, streng einzuschränken. Aber um eine saisonale Depression loszuwerden, solltest du ziemlich wählerisch sein, was die Personen in deinem engen Umfeld betrifft. Falls dir auffällt, dass Freunde oder Freundinnen dich ständig mit ihrer Negativität überschütten, ist es besser, ihre Gesellschaft zu meiden. Nummer 5. Probiere eine Kunst- und Puppentherapie. Die American Art Therapy Association hilft Menschen seit 1969, sich durch Kreativität besser zu fühlen.
Zeichnen, Bildhauerei, Tanz, Schauspiel, Musik und andere Formen, sich kreativ auszudrücken, besitzen diverse heilende Wirkungen, was Depressionen angeht. Kunst hilft Menschen, ihre Depressionen und deren Ursachen besser zu verstehen, was es ihnen erlaubt, sich zu überwinden. Der zugelassene und zertifizierte Therapeut und Puppenspieler Matthew Bernier sagt, dass die Puppentherapie eine großartige Lösung in jedem Alter ist. Das liegt daran, dass es einem Menschen oft leichter fällt, seine Probleme mit einer Puppe zu teilen, als mit anderen Leuten. Kunsttherapie und Puppentherapie können sogar kombiniert werden, wenn man aus beispielsweise alten Socken oder leeren Flaschen eine eigene Puppe bastelt. Nummer 4. Mach eine Tiertherapie. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du mit deinem Hund spielst oder dein Kätzchen knuddelst, wenn du niedergeschlagen bist, er bzw. sie den Schmerz lindert und deine Stimmung hebt? Tja, Therapeuten und Therapeutinnen bestätigen, dass diese Methode, die du ganz intuitiv anwendest, in der Tat funktioniert. Das National Institute of Mental Health hat Tiertherapie als eine Art von Psychotherapie anerkannt, um Depressionen und Stimmungsstörungen zu behandeln. Verbring also ein wenig Zeit mit flauschigen Freunden. Sie werden die Aufmerksamkeit lieben und du wirst dich definitiv viel besser fühlen. Nummer 3. Fordere deine negativen Gedanken heraus. Dein Denken zu verändern ist eines der mächtigsten Instrumente im Kampf gegen saisonale Depressionen. Lass nicht zu, dass dein Gehirn furchtbare Schlüsse über dein Selbstwertgefühl, deine Fähigkeiten oder deine Zukunft zieht. Mach Logik zu deiner besten Freundin im Kampf gegen diese fiesen Gedanken. Dr. Michael W. Austin, Professor für Philosophie an der Eastern Kentucky University, erklärt, dass es Zeit und Übung braucht, du aber lernen kannst, Trugschlüsse in deinem Kopf zu verhindern. Solltest du an deiner Aufgabe scheitern, macht dich das nicht zu einem Verlierer bzw. einer Verliererin. Solltest du dich mit einer Person streiten, heißt das nicht, dass alle dich hassen. Erkläre das Positive nicht für untauglich oder ziehe Schlüsse allein aus momentanen Gefühlen. Nummer 2. Nimm ein altes Hobby wieder auf. Eines der Symptome saisonaler Depressionen ist der Unwille, irgendetwas zu tun, einschließlich Hobbys, die dir mal Spaß gemacht haben. Versuch dich zu erinnern, was dir früher geholfen hat, zu entspannen und Kraft zu schöpfen. Das kann das Lesen interessanter Bücher sein, Naturfotos schießen, stricken, puzzeln, womit auch immer du dich früher in deiner Freizeit beschäftigt hast. 2014 hat eine Gruppe australischer Psychiater und Psychiaterinnen untersucht, wie der Lebensstil als Heilmittel für Depressionen dienen kann. Ein altes Hobby wieder aufzunehmen, kann eine der Methoden sein, die dir durch das fiese Wetter draußen hindurch helfen und dich zu Hause beschäftigt halten. Sollte dein altes Hobby dich allerdings nicht mehr so glücklich machen, wie es das einst getan hat, zwing dich nicht dazu und probiere etwas Neues aus. Nummer 1. Verlängere das Tageslicht. Ein Forschungsteam der University of Alabama at Birmingham hat das Verhältnis von Sonnenlicht und Depressionen untersucht. Sie haben Daten von NASA-Satelliten bezüglich der Belichtung durch die Sonne analysiert und herausgefunden, dass es mehr Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in Gebieten gab, die weniger Sonnenlicht bekommen haben. Die Sache ist, dass Sonnenlicht nicht nur dem Körper hilft, Vitamin D herzustellen, das, wie du dich erinnerst, entscheidend ist für deinen Gefühlszustand. Hinzu kommt die Tatsache, dass es einen positiven Effekt auf deine geistige Gesundheit und dein Wohlbefinden hat, wenn du draußen bist. Da du im Herbst und im Winter weniger Sonne bekommst, musst du deinen Tag so planen, dass du ihre Strahlen so oft wie möglich genießen kannst. Sollte dein Terminplan das nicht erlauben, versuch das Licht in deinem Haus zu verstärken. Deine Arbeit an einem Fenster zu erledigen hilft ebenfalls. Versuch einfach, so viel Tageslicht zu tanken wie möglich. Hast du mit saisonaler Depression zu kämpfen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen und auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.